Also willkommen zurück, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Paper Mario. Der letzte Part war ja ein bisschen salty, sage ich mal. Bisschen fies. Ja, in dem Part soll es alles besser sein. Und hier, wir brauchen einen Schlüssel, den wir jetzt haben, sehr schön. Aber holen wir uns erstmal dieses Teil. Dann müssen wir uns erstmal zu nach dem Schlüssel gehen. Ich glaube, der ist weiter unten. Ich hab zumindest mal im Gefühl. Alles vorhin war jetzt erst hart mies. Also wirklich, das war, unterste Katastrophe. Ich sag's, wie es ist. Aber wenigstens war der leicht zu holen. Der Burgschlüssel ist sehr schön. Also, boah, also das mit dem Fliegeteil im letzten Part. Also, ich hab da rumgeholt mit sonst was. Tut mir leid, aber ich fand das so schlimm. Ich weiß nicht, wieso ich das hinbekommen habe, aber es war so schlimm. Und es war da erst am Ende. So, ich habe leider nicht mal so viel nützliche Items. Das könnte ein bisschen belastender alles sein. Ich habe nämlich nur noch einen Powerblock und zweimal Feuerblume und nur noch einen Pilz. Also ich hoffe, dass das Ganze jetzt gut ausgehen wird für uns mit dem Bosskampf. Ich weiß es nicht. Naja, wir werden es sehen. Alles ist jetzt soweit. Und dann nahezu soweit. Und dann den können wir so, den werden wir noch mal entgehen hier. Auch wenn die Rest einfach wären, ich will jetzt einfach nur fliehen. Und mal einen Bosskampf machen. Wer will ich denn den Part auch nicht? Heißt, der Part wird so lang, wie der Bosskampf braucht. Heißt, wenn der Bosskampf nicht so lang wird, wird der Part auch nicht so lang, basically. So, jetzt gehen wir einfach mal nach oben. Man hört das so nicht. Diese Stimmung ist düster und alles. Ist aber echt cool gemacht. Fängt es an zu gewittern. Oder ist es kurz davor? Also, das heißt, jetzt kommt was Schlimmes. Gut, so schlimm wie der letzte Part. Kann es eigentlich nicht sein. Immer wieder diese ganzen Gegner da. Ich habe auf euch jetzt gerade keinen Bock. Wird das so schlimm mit der Animation, dass man die nicht einfach einmal draufspringen und dass die weg, sondern man immer mit denen kämpfen muss. Weil man darauf eigentlich gerade gar keinen Bock hat, so wie jetzt hier. Weil wir nicht meine Leben richtig dumm jetzt an dieser Stelle verlieren. Ah, hier kann man nochmal speichern. Und wenn man verreckt, kann man es hier nochmal eben kaufen. Das ist gut. Wäre eher nicht so billiger gewesen, aber die werden wir leider vermutlich auch brauchen. Ah, man kann speichern an dieser Stelle. Was das nämlich die Hauptsache ist. So, was wollt ihr denn? Und jetzt geht's los mit dem Boss. Ich hab Schiss. Was jetzt hier auf einen zukommt. Wie seid ihr denn nur alle hier hinter meinen Schatz her? Kriegt ihr denn nie genug? Nö. Was seid ihr von da, mich besiegen zu wollen? Nun komm mal hin. Und dann soll es winzigen, ihr seid da nicht viel mehr als ein kleiner Imbiss. Aber eure Füße riechen, als wären sie im eigenen Saft gedünstet. Lecker Fußfetisch oder was? Okay. Eine Frage mehr brauchen wir nicht. Ich werde erst eure Füße ablecken, dann röste ich euch und dann... Ah ja. Aha, ja. Klasse, auf einmal Fußfetisch. Man kennt's. Wer hat denn das, ne? Ist ja normal, ne? So. Ich will zuerst etwas herausfinden, natürlich, über den. Es ist immer ganz gut bei neuen Gegnern. Deswegen gehen wir taktisch vor. Und tun zuerst... Okay, Flucht ist möglich, macht Sinn. Denn ich will zuerst tatsächlich einmal einen Austausch vornehmen und Gumbrina nach vorne. Die den einfach mal scannt und mir dann sagt, wer das ist. So. Das ist Logard also. Maximal KP 20. Angriffskraft 5, Verteidigung 1. Oh, 5 dabei, lass ihn gut rein. Logard beherrscht Dampfattacken und Beißattacken und sie kann auch Feuer speisen. Sie ist hinterristig und versucht dich zu betrügen, wenn du sie in die Enge treibst. Aber sie hat panische Angst vor einem Tier, das mit F anfängt und mit Sch endet. Ich gebe dir einen Orden, der damit zuhört. Hast du es denn gefunden? Ich will es ja mal hoffen. Ich glaube nämlich leider fast nicht.
Ich kann das eigentlich gerade gar nicht ins Menü gehen und den andingsen. Ich hoffe einfach, dass es jetzt... Es muss auch so klappen. So, We will try it. Und das hat so mal den ein paar Sachen gegeben. War nicht viel, aber so mal ein paar. Ich weiß nicht, ob Kopfnuss da irgendwas hilft. Nein, gar nichts. Ey, dann liegt es halt erst auseinander. Das gefällt mir nicht. Also das gefällt mir wirklich gar nicht. Ja, hilft nichts. Wir nehmen den Power Hammer noch mal her. Also Feuer wird er bekommen, dass er nicht helfen, kann ich mir gut vorstellen. Hatte wenigstens nur noch mal 14 Akku. Wahrscheinlich hätten die Wurmsblöcke geholfen und davon gibt es halt leider jetzt nur noch einen. Das ist ein bisschen sehr ungünstig. Wir machen auch nur zwei Sahnen. Das ist nicht viel. Ich glaube, das wird so nix. Habt ihr auch nur noch einen normalen Hammer? Er macht halt nur einen Schaden. Eieiei. Muss mir den Pilz nachher gleich erstmal selbst geben, denke ich. Funktioniert das auch hier? Ich hoff's. Wenn nicht, das wäre zu unnötig. Ja, natürlich. Doch! Nein! Ja, natürlich funktioniert das nicht, ist klar. Ja gut, ich hilf nichts. Ich brauche erstmal einen Pilz. Na, die 5 Leben werde ich mir gleich wieder klauen. Aber garantiert. Es wird halt nichts werden, ne? Nee, weil, weißt du, ich kann nicht wieder nur maximal 1 draufhauen. Er hat immer noch 10 Leben. Ich werde halt gleich mal ein Game Over haben, denke ich. Aber es ist Bingo-Zeit halt immerhin. Was geschafft. Ja, das war's. Wie ist zum Henker, soll man den besiegen? Ich will es nochmal versuchen, hilft ja nichts. Ich hätte auch einen letzten Speicherplatz entladen können, hätten wir so Items noch gehabt. War es ein bisschen dumm. Aber wenigstens wieder alle leben. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Auch wenn wir es leider keine Items mehr haben, denke ich, oder? Doch, wir haben die sogar wieder, ja geil. Ja, hilft nichts. Wir fangen damit an. Gehen solange es geht auf volle Pulle. Machen so viel Zahlen, wie es nur irgendwie geht. Hoffen einfach, dass der Panzerstoß eben auch irgendwas bringt. Ne, der bringt halt leider gar nichts. Ja, ist mal fett weggebrutzelt. Sehr schön. Also. Und wieder 3, das ist schon mal etwas. Ja, Powerblock hilft da nichts am Ende des Tages. Ja, ist okay. Ich weiß nicht, wie das werden soll. Also allererst mal will ich, glaube ich, den Dude nah noch nicht austauschen. Ich kann da nicht mal sehen, wie viel Leben der noch hat. Welcher auch immer, wird mir das gerade nicht angezeigt. Ja, der hat doch jetzt keine Items bei dir noch nützlich. Aber Feuerblumen wird doch garantiert bei dem nichts bringen. Feuer gegen Feuer, das wird doch nicht klappen. Aber kannst du mal probieren am Ende des Tages. Doch, Tatsache! Das ist gut zu wissen.
Sie hat seine Lebensleiste leider Gottes nicht. Ist halt erst ein bisschen ungünstig. Eigentlich hätten wir einfach alle Items benutzen sollen, das hätte viel mehr Sinn gemacht. Danke. Aber was soll's. Ja, es ist experimentell. Das Auswechseln, das hilft nichts. Ich muss an dieser Stelle jetzt die Feuerblume nehmen und hoffen, dass das dann war mit ihm. Ich habe mir aber erst einmal Leben geben sollen. Ja, das war wirklich dumm von mir. Na, was soll das? Warte halt, ich kapituliere. Ich bin auch wieder ganz brav, aber hab Erbarm. Also gut, du hast gewonnen. Du hast 10.000 Münzen bekommen. Vergiss es. Das Angebot nehme ich nicht an. Du willst also keine Münzen, dann sollst du einen Orden aus Massatz haben. Ein wirklich seltenes Stück. Diesen Orden kannst du nur hier und jetzt bekommen. Vergiss es. Ich will auch keinen Orden. Gut, dann darfst du an meinen Schweißklauen riechen. Du sollst doch bestimmt einen exiten. Ich geht niemals. Okay, dabei vertraue ich doch so wichtig in der Welt. Jetzt hilft wohl nur noch. Oh nein. Ja, was macht der da? Wie schrecklich. Oh, jetzt fühle ich mich wieder kräftig. Unverständlich, lass diesen Drachen besiegen. Das ist erst belastend. Ich muss erstmal jetzt auf jeden Fall mir den Pilz reinhauen. Und ich habe leider kein Feuerdings mehr. Es hilft alles nichts. Ich muss mir die wiedergeben. Aber sonst wird das hier nichts mehr heute. Weiß ich nicht, was haben wir da noch? Honigsirup, Stat 5 BB wieder her. Nee. Also wirkt gegen Gift und Schrumpelung, macht Gegner schlaff und senkt ihre Abwehrkraft. Angriffskraft 3, ja, probier mal das halt. Ich hoffe, das hilft. Tatsache. Boah. Ja, es wird halt wirklich eng. Ich kann nur mit meinem Hammer noch hinhalten. Es wird doch wieder nichts werden. Ja, ein Leben. Das gibt's doch nicht. Macht Gegner Schlaf und senkt Abwehr, setzt alle Gegner tief im Schlaf. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Natürlich wird das abgewehrt. Ja, nee, das war's. Wie soll man hier taktisch anders vorgehen? Es ist doch unmöglich, den zu besiegen. Ich versteh's nicht. Also wirklich nicht. Es geht so schlimm weiter. Es ist wirklich schlimm alles. So ein Müll. Ich glaube, wir waren vorhin erst kurz davor. Ja. Aber erstmal nehmen wir auf jeden Fall das Item an. Das kann man nämlich wirklich gut gebrauchen. Wobei, ich habe ihn gerade gekillt, ne? Nein. Ich war so dumm. Der wollte mir ein nützliches Item zu werfen und es hat mir einfach gekillt. Das sind sehr dumm. Also, wir fangen tatsächlich mal direkt an mit einer Feuerblume. Hat die Hälfte aber gelernt. Ich brauche mehr Items. Das sehen wir das nächste Mal. Ja, irgendwie ist so richtig blocken kann ich leider mich noch nicht. Das ist richtig dumm ist eigentlich.
Was soll jetzt eigentlich so eine Lage sein? Ja, Twillis, danke. Ja, nächste Feuerblume. Hilft ja nichts mehr. Erst das machen kann man nicht. Wir hoffen, dass es nicht so sehr eskaliert. Doch, ich hab's geblockt. Hab trotzdem halt 4 Schaden genommen. Ja, jetzt haben wir halt einen normalen Hammer oder halt erstmal Sprung oder halt weiteren erstmal Items. Ja, Feuerblume. Macht er 3 Schaden. Das ist immer sehr beliebt. Es kann eigentlich nicht mal viel fehlen. Eigentlich hätte lieber er das machen sollen, denke ich. Das ist eigentlich wirklich ein bisschen dumm. Ja, nehmen wir jetzt einmal mal einen Powerblock. So, der macht ja auch Schaden. MS2. Wie viel Leben hatten der noch? Sind vom einige mehr als ich. Ja. Hammer, hilft ja nichts. Auch wenn es nicht viel gibt, ein bisschen draufgehauen gibt es trotzdem. So. Wir haben zumindest mal nochmal mehr Leben, das Antwort ist mal nicht so schlecht. Gut, das will uns natürlich die Sachen andrehen. Das hatten wir gerade zum Glück gehabt. Das nehmen wir alles nicht an. Auch wenn die Münzen sehr verlockend sind. Ich will auch keinen Orden bekommen. Vergiss es. Und ich will auch das Komische mit dem Zweichklauen ist. Niemals. So, jetzt tut er wieder. Oh nein, die armen Toads fressen. Aber die prügelt er mal wieder aus dem raus. Da hat noch 10 Leben, ne? Aber die bekommen auch so noch aus dem raus, da bin ich mir ganz sicher. Ich fange auf jeden Fall an mit meinem Hammerschlag. Der macht natürlich am meisten Sinn. Hatte nämlich nur noch 9 Leben, so. Dann will ich auf jeden Fall mal dieses Eishauch einsetzen. Das hat er nämlich nur noch dann 7. Die 6. Bei 4 hat er jetzt das hinweg. So. Und jetzt werde ich wohl oder übel mir erstmal. Kann ich auch tauschen und den Pilz dann mir geben? Nee, ne? Nee, dann tauschen mal zum Beispiel erst. Ich weiß nicht, ob das ist halt jetzt am sinnvollsten, dass er das ist. Und gib mir jetzt mal einen Pilz. Doch, man hätte auswählen können, wer die bekommt. Das merke ich mir jetzt mal fürs nächste Mal. Ja, und hier wird ausgetauscht. So. Das war von mir sehr dumm. Also wirklich dumm. Weil ich es noch ein drittes Mal machen muss, ich merke es mir von der Art her. Das funktioniert alles nicht. Ja, es bleibt nichts anderes als springen. Ach, springen hat ja nicht geholfen. Mist! Mein Kopf nur shiftet auch nichts. Ja, komm. Der dritte Versuch wird. Das sieht mein Fernseher wieder ausgegangen, random. Hat auch keinen Bock mehr auf die Let's Play. Also, nochmal versuchen. Ist mir eigentlich viel zu viel Zeit. Das ist wirklich schlimm.
So, aber das wird's jetzt hier. Jetzt machen wir es taktisch am sinnvollsten. Aber was soll man machen? Da kommt er eh nicht mehr zurück. Ist doch wieder so schlimm. Lass uns einfach doch keine Slays mehr machen, ehrlich jetzt, ne? Ja, fangen wir mit meinem Zweifachhammer an. Der hat ja noch am meisten Wumms. Ah, Powerpanzer. Das ist doch schon mal gut. Ah, jawoll! Das ist gut. Wir haben ja geblockt, es gab auch nur 3 Sahnen. Jawoll! Oh, jetzt habe ich eigentlich leider keinen Powerhammer mehr. Das war ein bisschen dumm. Weil wir nehmen nur den normalen Hammer. Und er hat noch den normalen Powerstoß, aber ich glaube, da gab er irgendwie nichts mehr, wenn man den ist. Richtig gemacht hat, ja, Mist. Ja, gut. Wir sind, glaube ich, sogar schlechter dran wie das letzte Mal. Bisschen ungünstig. War nicht mitgestellt, wie viel Leben der noch hat, aber. Sind leider so noch einige. Bin halt auch ein bisschen spät dran mit Einsätzen von so Sachen wie Items, wie Feuerblume beispielsweise. Die hat wirklich viel verbraten hier. Ne, Ivala. Gut, die haben geblockt. Das ist schon mal gut. Sowas von erstmal nochmal eine Feuerblume reinjagen. Jetzt müssten eigentlich fast alle Leben weg sein von dem Ding. Gut, Leben hab ich erstmal noch genug, sodass wir dem auf jeden Fall mal den Powerblock jetzt nochmal geben können. So, und jetzt. Nein, als ob der es noch Leben hat. Ist ja wieder so unnötig. Wie viel Leben hat denn der Typ noch? Das ist jetzt alles sehr belastbar. Ich müsste mir Leben geben. Ich weiß nicht, ob das noch gut ausgeht. Ich hoffe einfach, dass das eine letzte entscheidende Prozent war, was er fürs erste nochmal hatte. Natürlich ist. Ja, ja, komm, ey, ehrlich jetzt. Scheiße. Nächste Versuche. Muss es aber irgendwie, glaube ich, dann zusammenschneiden. Irgendwas Brauchbares, denke ich, anders wird das ja nichts. Na gut, dann ist das ja ein bisschen länger, der Part mal macht ja nichts. Darf auch mal länger geben. Also, aber jetzt. So, jetzt machen wir es wirklich intelligenter. Fangen nämlich direkt mit dem Hammer an. Von 10 Leben hat er dann nämlich so mal 2, 3 weg. So. Also hat er noch 7. Machen wir weiter mit der ersten Feuerblume. Macht nämlich auch sehr weniger. Hat er nämlich schon die Hälfte seiner Leben weg. So. Aua. Danke für die Feuerblume. So. Die wird mir nämlich nachher helfen. Jetzt haben wir nochmal so einen Turbohammer. Den nutzen wir jetzt gleich nochmal. Das ist sehr gut. Jetzt haben wir wieder 3 Leben weg. Und wenn wir jetzt die Feuerblume einsetzen, da müsste doch eigentlich von seinen 10 Leben so ziemlich alle weg sein, wenn ich nicht dumme Mathe bin. Hoffentlich nicht. Aber sei es drum. Er kann aber nicht mehr viele haben. Ja, danke dafür. Also jetzt haben wir noch 2 Feuerblumen. Auf jeden Fall nochmal eine Feuerblume.
Hilft ja alles nix. Weil lieber der andere hätte einsetzen sollen, das wäre sinnvoller gewesen. Powerblock 2. Hilft nix. Nochmal eine Feuerblume ballern. Das muss doch dann gereist haben. Egal, wie viel Leben hat der noch? Übertreibt man nicht, Bro. Kann doch langsam S keine mehr haben. Als ob der eh mal noch Leben hat. Der Brr. Ja, das wird halt nachher wieder genauso ätzend. Wenn wir es ja alles verbraten, aber es hilft ja nichts. Wir müssen jetzt den Powerblock nehmen. Es hilft nichts. So. Ja, jetzt sind wir leider immer noch nicht so gut aufgestellt. Weil er hat da wieder 10 Leben, dann geht der ganze Müll wieder von vorne los und wir haben nicht mehr genug Leben, etc., etc., um irgendwas dagegen zu tun. Ist halt wirklich sehr, sehr dumm. Gut, es klaut dann mal wieder die Toads, aber jetzt haben wir noch eine Strategie. Und denen es hilft immer halt, ja. Es ist halt ein bisschen belastend. So. Also. So, wie viel Leben haben wir denn alle noch? Okay, 8 und 5. So, es macht taktisch, glaube ich, jetzt zuerst Sinn, dass zuallererst ist ihm auch sehende Fall mit diesem Eishau-Ding eins drüber hau. Macht in meinen Augen jetzt gerade am meisten Sinn. Das ist dann auf Taktik gehen und den Typ dem Goprina austausche. Dann einfach missducke. Jetzt habe ich nämlich noch ein paar Leben vor mir. Habe jetzt irgendwelche sinnvollen Items. Ja gut, das Pilz, was das für mich nutzt. Dann aus dem Wasser wieder mit dem Hammer. Es hat einfach nichts geholfen. Ich brauche wieder Leben. Deswegen geben wir jetzt ein Pilzdings und geben das mir. Aber wir zumindest mal wieder 9 Leben, das ist mal gar nicht mal so schlecht. Ja, aber das wird doch nur wieder, wie das hilft, aber es ist wieder nur 4 Leben. Wie soll das denn noch was werden, mal Real Talk? Wir finden an dieser Stelle jetzt nämlich. Warte, Sterne. Füllt KP und BP auf. Das merke ich mir mal gleich. Ja, aber hier, ich weiß nicht, ob da irgendwas hilft. Eigentlich gar nichts von denen, ne? Mit Tiefkraft und so weiter haben wir festgestellt, da ist nichts. Aber wir probieren es doch einmal. Vielleicht klappt es ja jetzt. Aber ich sehe nicht, wie es in der Lage sein sollte, das zu gewinnen. Ne, wie wir sehen, es klappt nicht. Und der kann das mit den Sternings gar nicht verwenden. Wieder so gut wie tot. Ja, weil ich nicht. Das Ding. Ich weiß nicht, ob es irgendwas hilft. Ich weiß es nicht. Nee, gar nichts. Ja, es muss es das der. Ich werde es wieder angerufen. Das gibt's doch nicht, ey. Das ist so abgrundtief scheiße. Bitte hilf mir jetzt wirklich irgendwie. Hä? Hä? Was soll man da machen? Das hat's ja nicht wirklich viel gebracht.
Ich kann doch hier nicht mehr gewinnen. Ein saures Gift. Weggeben Gift und Schrumpfung. Nee, die Items, die nutzen alles nix. Alles nix! Nee, es hilft nix. Ich bin doch jetzt tot! Ich hab noch so ein Ding. Seit wann hab ich's denn noch? Ja, Mann, aber das ist. Ich merke es auch erst wieder so spät, weil ich hab halt kein Leben mehr. Ich will nicht mehr. Es wird jetzt ganz gerne einfach 1000, aber das geht halt leider erst bis zum nächsten Mal. Ja. Ja, ja, natürlich ist es wieder Game Over. Okay, wir müssen irgendwie aber nicht ordentlich ran. Im nächsten Party, Leute, besiegen wir den Boss versprochen. Dann sage ich danke, dass wir so sehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao. So.